Haben Eltern das Recht, ihre Kinder zu schlagen? Ja, meinen die Mitglieder der Glaubensgemeinschaft Zwölf Stämme. Sie wollen ihrem Nachwuchs nämlich, Zitat, die Reinheit der Seele bewahren. Wir haben einen Aussteiger getroffen, der über schlimme Machenschaften ausgepackt hat. Mit einer Imbissbude versucht er, sich und seine Familie zu ernähren. Robert Pleier ist Mitte 40. Die Hälfte seines Lebens verbrachte er bei einer Sekte. 20 Jahre lang war er bei den Zwölf Stämmen. Seit 4 Jahren lebt er im Bayerischen Wald. Die Imbissbude hält ihn kaum über Wasser. Ich habe, bevor ich dort eingestiegen bin, keine Berufsausbildung gemacht. Und daher war das für mich jetzt schwierig, hier Arbeit zu finden. Hatte zwar zeitweise was, aber das hat leider nicht geklappt. Und ich sage immer, mein Lebenslauf ist gut für ein Buch, aber nicht für eine Bewerbung. Und dann war letztendlich die einzige Chance für mich, mich selbstständig zu machen. Das Buch über seine Zeit bei den Zwölf Stämmen hat er längst geschrieben. Nun lebt er mit seinen 4 Kindern und seiner neuen Partnerin im Bayerischen Wald. Doch die Vergangenheit holt ihn fast täglich ein. Ich hatte eigentlich lange Jahre Angst, die ganzen ersten Zeiten. Mittlerweile hat sich das ziemlich gelegt bei mir, obwohl ich heute Morgen einkaufen war. Dann kam ich aus dem Supermarkt raus. Da stand ein Fahrzeug mit dem Nummernschild von dem Landkreis, wo die 12 Stämme leben, Donauwörth, und dann zucke ich zusammen. Robert Pleier ist 20 Jahre alt, sucht nach dem Sinn des Lebens, studiert, geht auf Rockkonzerte. Dort trifft er Mitglieder der 12 Stämme, die laden ihn ein. Pleier fühlt sich in der Lebensgemeinschaft geborgen und bleibt. Die Sekte kapselt sich von der Außenwelt ab, sie bauen an, was sie zum Leben benötigen. Robert packt an, wo er gebraucht wird, und unterrichtet die Kinder. In der Sekte findet er seine Frau, zeugt 4 Kinder und lebt nach dem Alten Testament. Dort steht, wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn, wer ihn aber lieb hat, züchtigt ihn bei Zeiten. Für den Sektenbeauftragten der Evangelischen Kirche München geht die wörtliche Auslegung der Bibel viel zu weit. Wo die Freiheit nach meiner Einschätzung endet, und das trifft auch für die 12 Stämme zu, ist dort, wo andere darunter leiden. Und wir haben ja bei den 12 Stämmen das klassische Beispiel, dass hier Kinder, unmündige Menschen, Mitglieder unter dieser Form der Lehre dort und der Interpretation leiden. Und da müssen Barrieren davor geschoben werden. Vor 2 Jahren wurden in Klosterzimmern 40 Kinder von der Polizei abgeholt. Noch immer lebt ein Teil von ihnen in Pflegefamilien. Der Grund, die Eltern weigern sich, die Kinder in öffentliche Schulen zu geben und züchtigen sie regelmäßig mit der Rute. Auch in Roberts Familie wurden die Kinder mit Schlägen groß. Shimshan erinnert sich noch immer daran, als er regelmäßig im Keller der Sekte den Hintern entblößen musste. Also meistens waren's die Großeltern, aber auch die Mutter. Also für mich war es irgendwie ganz schlimm, weil es hat voll weh getan. Und diese Form der Kindererziehung lehne ich vollkommen ab, weil ich denke nicht, dass man Kinder mit Gewalt erziehen darf. Aber Sie haben jahrelang mitgemacht. Ich habe jahrelang mitgemacht, weil ich auch ein gewisses Ergebnis gesehen hatte. Das waren Kinder, die schienen mir sehr glücklich und fröhlich zu sein. Aber erst als die älter wurden und Jugendliche wurden, merkte ich eigentlich, was denen fehlt. Der Wille der Kinder wurde mit Schlägen gebrochen. Sie durften keine eigenen Bedürfnisse äußern, selbst das Spielen mit Spielzeug war verboten. Shaloma, so heißt die leibliche Mutter der Kinder, hat sich für die Sekte entschieden und gegen ihre Kinder. Mittlerweile ist Robert geschieden, er hat das alleinige Sorgerecht. Roberts neue Partnerin Diana hat nun die Mutterrolle übernommen. Die kocht für uns, die macht die Wäsche und die hat uns auch total lieb, wie eine echte Mama. Mit 20 Jahren hat sich Robert Pleier für ein Leben in einer radikal-christlichen Sekte entschieden. Ein Leben, das keine Kritik zuließ. Nun, Mitte 40, muss er sich in unserer Gesellschaft jeden Tag aufs Neue beweisen, als Ernährer und Vater von 4 Kindern.